Hi zusammen. Ja, da sind wir wieder mit etwas Neuem. Nachdem ich jetzt lange Zeit in der Russenfraktion aktiv war, bin ich wieder mehr oder weniger zum Ursprung zurückgekehrt, nämlich zu einem amerikanischen Messer. Spyderco, das Spidey Chef, das Messer habe ich jetzt seit drei, vier Wochen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Der Designer ist, beziehungsweise der Messermacher, das ist der Marcin Slices, ich weiß nicht, der polnische Messermacher, dem seine Designs eigentlich sehr bekannt sind. Ganz besonders eben mit dem Techno. Zumindest so heißt es, wenn es aus dem Hause Spider kommt. Eine Maus ist ja. Die eigentliche Originalbezeichnung für seine Customs. Das Techno, das hatte ich ja auch sehr lange Zeit bei mir gehabt. Wirklich ein geniales Messer. Absolut stabil ausgelegt. Dafür aber sehr klein. Trotzdem super Handlage. Und von der Performance auch etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Weil die kleinen Panzer oder die kleinen Brecher, das sind ja immer irgendwelche Messer mit sehr stark ausgelegten Klingenstärken. Oder Klingen, die eben 4,5 mm eben haben. Und entsprechend schneiden die nicht. Aber wenn es aus dem Hause Spyderco kommt, dann ist es in der Regel so, dass die Dinger schneiden. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig war. Ja, vor diesem Messer gab es auch das Slice oder Sliss Bovi. Das war ein Messer, was ich optisch auf den Bildern hervorragend fand. Und als es dann bei mir ankam, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das Messer hatte nichts, was mich unbedingt so gereizt hat. Fand ich ein bisschen zu wenig. Ja, und das war sowieso nur kurz bei mir, damit ich eben Kupfer Backspacer machen sollte. Hab's gemacht und dann schnell wieder zurückgeschickt. Ja, dann habe ich irgendwann dieses Messer gesehen in der Custom-Variante. Das ist jetzt wirklich lange her, 2 Jahre vielleicht. Und ich fand das schon ganz, ganz cool. Also es ist ein interessantes Messer. Ja, für die meisten vielleicht auch etwas, wo die sagen, was ist das denn für ein Schrott? Ja, warum ist das so komisch gebogen? Hat was mit der Ergonomie zu tun, weil dieses Messer auch für den Gebrauch in der Küche designt worden ist. Deswegen auch Spidey Chef als Namensgebung. Fand ich damals schon ganz cool. Ja, dann war ich halt eben eine längere Zeit inaktiv. Und irgendwie in der Zwischenzeit sind die Dinger wohl auf den Markt gekommen. Werden auch nicht unbedingt sehr präsent. Ja, aber gut, ich habe mir eins jetzt bestellt. Und seit knapp einem Monat habe ich das in Gebrauch. Vielleicht auch nicht täglich, aber auf jeden Fall in Gebrauch. Und muss ich sagen, so immer mehr merke ich einfach, dass Spyderco, wie eigentlich schon gewusst, seine Arbeit wirklich gut beherrscht. Und ich muss einfach sagen, die Dinger funktionieren sehr gut. Vor allem, die tun das, was sie tun sollten, wofür sie gemacht sind, hervorragend. Ich hatte bisher, glaube ich, kein Spyderco, was wirklich schlecht geschnitten hat. Ja, viele meiner Spydercos hatten eben dieses Full Flat Grind, das FFG. Das heißt, bis in den Rücken geschliffene Klinge. Fast alle meine Spyderco's hatten das und die haben wirklich entsprechend gut geschnitten. Ja, wenn ich an das Domino denke, was ich hatte, das war wirklich phänomenal. Selbst mein erstes Domino, das Delica mit FFG, hat super geschnitten, gerade auch da in Verbindung mit der VG10 Klinge. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Eher im Gegenteil. Momentan suche ich ja wirklich Messer, die vernünftig schneiden. Da waren die russischen Modelle ganz gut dabei. Ja, aber das ist wiederum ein Stückchen besser. Das ist einfach nur genial. Da kann man nichts zu sagen. Ja, eigentlich ist das Messer auch unspektakulär von der Konstruktion her. Also wirklich Full Titan Framework Messer. Die Showside, die ist einfach plan. Ja, in einem Stonewash gehalten, ohne Anodisierung. Die Schräubchen, hier die zwei Langlöcher für den Clip, was ich übrigens sehr hässlich finde.
zumindest wenn kein Clip montiert ist. Ja, die Achsschraube wirklich unspektakulär. Das Einzige, was hier vielleicht dieses ein Designelement ist, wobei das nicht mal ein Designelement ist, hier ist diese in einem Halbkreis oder was weiß ich was, ein Teilkreis angeordnete Phase, die dafür gedacht ist, dass wenn man das Messer im geöffneten Zustand hier weiter vorne packen möchte, dass es hier eben keine klare Kante ist, sondern das ist ein bisschen was weicher und fühlt sich auch ein bisschen besser an, definitiv. Ja, wenn man sich das mal so im Querschnitt so anguckt, dann ist das schon deutlich zu sehen, denke ich. Hätte meines Erachtens ein bisschen mehr gehen können, aber dann schwächt man einfach eben diese Bereiche. Das heißt, im Fall eines Sturzes würde man da schnell eben Macken kriegen. Ja, die Rückseite ist ähnlich. Hier einfach mit einem, ups, mit einem Clip, mit dem Drahtclip versehen. Ja, da tue ich mich auch immer ein bisschen schwer. Ich muss zwar aber sagen, dass der Clip hervorragend funktioniert. Eins der besten Clips, die im Alltag funktionieren. Ja, also ohne Probleme. Der sieht manchmal komisch aus. In dem Fall hätte ich mir wirklich auch was 3D-mäßiges gewünscht. Aber die 3D-Teile, die funktionieren eben nicht so gut wie das hier. Es baut recht hoch, das heißt im Griff, wenn man das Messer in, ja, komplett in die Hand nimmt und dazu packt, dann spürt man es. Ja, also das Einzige, was dafür spricht, ist einfach, dass es meines Erachtens der beste Clip ist, den ich so benutzt habe. Sieht komisch, sieht nicht schön aus, ist noch ein bisschen instabil, ja, so wenn man das guckt. Die Dinger sind jetzt nicht im 90 Grad, sondern liegen ein bisschen was schräg. Sieht man auch, wenn man frontal drauf guckt. Also alles ein bisschen komisch, aber es funktioniert einfach. Ja, gut, egal. Ja, offene Konstruktion. Die drei Distanzstücke. Eins ist zu viel, meines Erachtens. Ja, und hinzu kommt natürlich auch, dass wir ein Lanyard-Loch haben, wo ursprünglich auch eine Hülse eingebaut ist. Die habe ich natürlich sofort entfernt, weil das hier einfach wie ein, ja, Durcheinander aussieht dann, ja, ist einfach überfüllt und ich kann mir da keinen Vorteil heraus erkennen, also kommt das Ding weg. Nachteil ist natürlich auch, wenn man das Messer so ein bisschen schüttelt, mache ich natürlich nicht regelmäßig, aber man hört es halt, weil das rappelt in der Bohrung. Ja, ansonsten komplett rundum eine Phase. Alles sauber verarbeitet, typisch made in Taiwan. Ja, vielleicht kurz was zu der Linie hier. Im geschlossenen Zustand finde ich klasse. Hier Übergang Klinge zum Griff ist 0. Und auch hier in dem Bereich haben wir kaum einen Übergang. Also passt sehr gut. Schön finde ich eben diese klare Unterbrechung der, ja, mehr oder weniger geraden, so nenne ich das mal, ja, also es geht nicht in so einem Bogen, sondern wirklich zack, hält an, fährt dann, macht einen Knick und immer so weiter. Ist halt eben Designaspekt, mir persönlich gefällt das sehr gut. Ja, dann zu der Klinge, wenn man sich Klinge nur so anschaut, dann ist es natürlich ein bisschen was komisch, sehr gewöhnungsbedürftig, die Spitze guckt sehr weit nach oben. Das muss man mögen. Optisch gesehen sieht es natürlich blöd aus, aber wenn man es eben benutzt, das Messer, das heißt im Gebrauch, macht es sich bemerkbar, weil insgesamt das Messer ja so eine ergonomische Form hat. Da komme ich gleich dazu. Ja, die Klinge an sich ist natürlich eben ja ein bisschen in den Rücken geschliffen. Man hat einen Satin-Finish, was ich sehr, sehr geil finde von Spyderco. Mal was anderes außer Stonewash. Sehr dünn ausgeschliffen, klar. Das Klingenmaterial ist das LC200N. Ich habe mich absolut nicht darüber erkundigt. Ja, Klingenmaterial ist für mich immer ein bisschen, naja, nebensächlich. Ich habe aber so mitbekommen am Rande, dass das Ding absolut korrosionsbeständig ist. Ein Waschvorgang in der Spülmaschine wird wohl überstanden ohne Probleme. Ja, das Spyderco-Logo ist ganz klar, das Gelaserte.
Das ist eins der coolsten Logos überhaupt. Also die Spinne sowieso. Und hier die Machart, das ist genial. Also ich finde ja Logos, das ist wichtig für mich. Und hier in dem Fall sieht man auch, dass es Spyderco wichtig ist und entsprechend die Arbeit, die sie da betreiben. Ja, die Beschriftung typisch eben Spyderco. Hier das Logo von dem Macher. Die Hand mit den vier Krallen. Und Taichung Taiwan. Herrschungsort. Ja, wie gesagt, schneiden tut das Messer absolut genial. Es ist super eingestellt, beziehungsweise ich habe es natürlich eingestellt im Nachhinein. Die Klinge ist mittig, aber auch zu Beginn war die ziemlich mittig. Das ist halt eben immer das Schöne, wenn man die Klinge ein bisschen justieren kann, von der Zentrierung her. Klappt nicht immer. Oft ist es ja so, dass man durch Lösen oder Festziehen der Schraube natürlich auch gewaltig den Klingengang beziehungsweise auch Klingenspiel entstehen lässt. Also es ist nicht unbedingt machbar, aber hier kann man schon vieles über die Achsschraube lösen. Klingengang ist ja auch sehr gut, im Nachhinein zumindest. Ja, ich habe damals schon gesagt, boah, du kaufst jetzt ein Messer, was richtig oldschool ist. Kein Kugellager, kein Inlay, ja. Kugellager, Messer mit Kugellager, die haben natürlich einen super geilen Klingengang. Und dass das Messer eben nicht vergleichbar sein wird, war klar. Aber als ich das Messer dann bekommen habe und ausgepackt hatte, war ich extrem stinkig, ja, weil der Klingengang war miserabel. Also das war kratzig, das hat man schon gehört, gespürt sowieso. Und öffnen war nur schwer möglich, flippen absolut nicht möglich. Jetzt kann man es natürlich auch mit dem Mittelfinger von unten öffnen. Von oben kriege ich das nicht hin. Einfach aus dem Grund, ja, weil nur die Bohrung hier ausgearbeitet ist. Das ist ja doch bedingt möglich, aber ich mache es lieber mit dem Mittelfinger. ja, also Klingengang war sehr schlecht. Ich habe das Messer einen Tag lang bespielt. Auch ordentlich bespielt, also den hier gemacht, ja, dass sich das alles einläuft. Und das Messer demontiert, sauber gemacht, geölt und seitdem läuft es eigentlich ganz, ganz gut. Man sieht das auch hier. Also besser kann es nicht unbedingt werden. Vom Klingengang her ist schön definiert. Hier die Dieselkugel natürlich, die da rausflutscht. Sound ist in Ordnung. Detent funktioniert auch ganz okay. Ja, der Lockbar steht natürlich sehr weit rein. Das war auch etwas, wo ich ein bisschen blöd geguckt habe. Aber einfach, weil ich es von den letzten Messern, den russischen Messern gewohnt war, dass sie ungefähr so stehen. Ist mir natürlich ein bisschen lieber. Aber das ist jetzt auch kein Problem. Problem war, dass es auch extrem sticky war. Jetzt ist es nicht mehr so sticky. Das ist ähnlich wie bei den Sebenzas. Also ich hatte kein Sebenza, wo kein Stick war. Das ist jetzt ähnlich, kann man sagen. Und ja, bisschen stick, aber es geht. Ist kein Problem. Mit bisschen Bleistift wird es mit Sicherheit auch besser klappen. Aber das spare ich mir jetzt. Das ist mir zu aufwendig, nach ein paar Tagen immer wieder Bleistift drauf zu schmieren. Ja, also auf jeden Fall ein klasse Messer, wie ich finde. Wird mit Sicherheit mich irgendwann verlassen, aber nicht weil es schlecht ist, sondern weil ich einfach ja, was Neues haben möchte. Mal gucken, vielleicht gewinne ich ja noch im Lotto, dann darf es natürlich bleiben. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, das Messer für all die, die auf das Design stehen. Ja, auf Spyderco stehen. Es gibt ja Leute, die aufgrund der Bohrung direkt sagen, nee, will ich nicht haben. Sieht komisch aus. Ich finde es ganz cool. Mal was anderes. Lieber sind mir, oder am liebsten sind mir natürlich Messer mit Kugellager und Flipper. Habe ich hier beides nicht, aber ich vermisse es hier bei diesem Messer nicht. Und das ist eben wirklich wichtig. Ja, beim Svensson zum Beispiel, ich vermisse hier eine Kugellager oder ich vermisse hier einen Flipper. Irgendwas vermisse ich immer hier. Aber das Messer ist zu gut, um es wegzugeben, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, es ist halt komisch, ne? Auch vom Klingengang her.
Science Dispenser nicht unbedingt besser. Also das ist, muss noch ein bisschen was gereinigt werden. Also die sind ähnlich vom Klingengang. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ja, beschwert hätte ich mich auch über die Scharfkantigkeit des Spider-Holes. Ja, das war auch so ein Punkt. Das ist aber ein bekanntes Problem, finde ich. Ich glaube sogar überwiegend aus Taiwan, die Messer haben diese Problematik, dass es sehr scharfkantig ist. Da hat man natürlich richtig schön Grip, aber auf Dauer wird es natürlich durch die Einschnitte in die Haut eben unangenehm werden. Entsprechend habe ich da sofort aus Schleifpapier so einen Kegel geformt, eingesetzt und ein bisschen gedreht. So habe ich jetzt absolut eine saubere, weiche Kante. Ja, bevor ich gleich noch zur Größenordnung gehe, möchte ich über einen Punkt sprechen, und zwar hatte ich eben gesagt, die Ergonomie. Ja, jetzt mal zwei Messer natürlich, die, wenn man vergleicht, natürlich ja, sehr kurvenreich, und hier haben wir eben eine sehr geradlinige Klinge. Vorteil, Nachteil ist einfach, im Hintergrund klingelt es, bitte ignoriert das einfach. Vorteil ist einfach, bei so einem Messer, das hatte ich ja schon im Knife Talk zuletzt gesprochen, über ein Ruski, wenn ich ganz normal das Messer halte, ohne hier Verrenkungen auszuüben, sondern ganz normal hier halte, landet wirklich die Mitte der Klinge auf dem Schneidgut oder auf dem Brett. Das ist bei so einem Messer natürlich nicht unbedingt möglich. Da bin ich wirklich mit der Spitze da dran. Und das macht eben schon ein bisschen was aus, wenn man zum Beispiel mit dem Teil lange und oft und viel schneiden möchte. Ja, das ist halt eben ähnlich hier wie beim Ruski. Ja, also das heißt, der Griff guckt immer so ein bisschen nach oben. Ja, dafür aber muss man hier den Winkel nicht extrem anpassen, was man hier schon machen müsste. Ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, Größenvergleich. Wir haben ungefähr eine Gesamtlänge von ca. 200 mm im geöffneten Zustand. Für mich wirklich eine ideale Größe. Ich wünschte, es gäbe mehr Messer in dieser Größenordnung. Ja, gibt es leider nicht. Hier das Toucan ist so ziemlich gleich, ein bisschen sogar kürzer ist das Toucan. In beiden Fällen funktioniert das ganz gut. Das Spencer mit ca. 210 mm ist natürlich auch jetzt eigentlich bisher mein Maximum gewesen. Aber ich habe gemerkt, die 220, 230 mm Dinger, ja, das sind immer Messer, die irgendwie dann doch ganz, ganz cool kommen. Die wirken eben in der Hand auch ein bisschen anders. Ja, soweit dazu. Ja, und von der Handlage her kann man sich eigentlich nicht beschweren. Schon gar nicht, wenn man das Messer so hält. Einziger Nachteil ist eben der Clip. Der Jens, der hat ebenfalls das Messer geholt, beziehungsweise er hat mir ja auch eins besorgt. Wir haben so ein paar bestellt, beziehungsweise ein paar sind ja zwei bestellt, und eins habe ich jetzt bekommen. Und so wie ich weiß, hat der seinen Clip da weggemacht, weil es einfach viel, viel angenehmer ist. Dann hat man natürlich auch ein Messer, was super schlank ist. So als Vergleich mal. Gut, das war's dann auch wieder von mir. Ich hoffe, ich werde in Zukunft immer ein bisschen mal zeigen. Weil ich einfach nicht ständig mit den gleichen Messern rauskommen möchte. Ich aber auch nicht ständig Neues da habe. Also werde ich in größeren Abständen wahrscheinlich hin und wieder mal was von mir hören und zeigen lassen. So, danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.